Hallo Leute, mein Name ist Sinisha, ich bin 20 Jahre alt, ich bin gerade aufgestanden und ich bin aus Wien. Also, seit kurzem bin ich im Bereich Online-Marketing, Networking beschäftigt und dazu wollte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Nach der Grundschule wurde mir sehr schnell eingeredet, dass ich mit meiner schulischen Leistung nicht sehr weit komme, nichts erreichen werde, nichts erreichen kann. Ich habe es leider Gottes geglaubt, bin im Einzelhandel eingestiegen, habe 40 Stunden die Woche gearbeitet und habe mir dann gedacht, ja, machst halt die Lehre. Habe dann die Lehre gemacht und habe sehr schnell gemerkt, dass diese Arbeit nichts für mich ist und dieser Job nicht meinen Zukunftsvorstellungen entspricht. Gedacht, okay, du bist jetzt 20 Jahre alt, was kannst du jetzt groß machen? Habe ich mir gedacht, ja, ich schreibe die Handelsakademie ein und werde Wirtschaft studieren. Bin auch gerade dabei. Also ist nicht so, dass ich das jetzt abbrechen werde oder so ist. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber in der Zwischenzeit ist ein Freund zu mir gekommen. Ein guter alter Freund, der mit mir in der Schule war, der aber rausgeschmissen wurde. Sozusagen ein Hauptschulabbrecher. Kommt er einfach daher und sagt mir, du, ich habe gerade ein super Geschäft aufgebaut. Ich bin erfolgreich. Und habe ich mir gedacht, ja, okay, ich hör mir das Ganze mal an. Habe ich dann auch gemacht. Kurzer Zeit des Gesprächs wurde mir klar, dass ich meine Zukunft selbst in die Hand nehmen muss. Dass ich nicht mehr länger denken sollte, sondern mehr handeln muss. In der Schule wird ja einem immer beigebracht, sei in der Schule, hab gute Noten, dann hast du einen guten Job und dann kannst du in deiner Pension gut leben. Aber eine Frage: Wer will in seiner Pension gut leben? Ich will jetzt leben. Genau deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, selbstständig zu werden. Marketing bietet dir sozusagen eine Chance an. Die Frage ist, ob du diese Chance annimmst oder ob du weiterhin so arbeitest und so dein Leben lebst, wie du bis jetzt gelebt hast. Ich persönlich habe die Entscheidung getroffen, dass ich an meinem Leben etwas verändern muss. Das wird jetzt auch gemacht. Ich danke hiermit noch einmal meinem Freund Raphael Wagner für die Unterstützung. Danke, Bro. Echt, weil eben mir geholfen wurde, würde ich auch gerne euch helfen. Also, wenn ihr euch mit meiner Geschichte identifizieren könnt, sozusagen, meldet euch bei mir. Meldet euch. Ich will einfach nur, ich will Leuten helfen. Ich will euch eine Chance bieten. Es ist eure Sache. Ob ihr diese Chance annimmt oder nicht, das ist eure Entscheidung. Und ja, für mich heißt es: Just do it. Just do it. Yeah, man. Just fucking do it.